Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der MZ Kickshow. Was haben wir heute für Sie alles vorbereitet? Martin Reisser, der Trainer des Fußballbezirks Oberligisten FC Tegernheim, ist unser Studiogast. Natürlich gibt es auch wieder etwas zu gewinnen. Dieses Mal 2 Karten für das Jubiläumskonzert von Heindling in der Regensburger Donauarena. Wir haben heute auch spezielle Studiogäste. Die MZ Sportredaktion mit dem Fotografen Tino Lex und mit Redakteur Felix Kronawitter sind mit uns im Studio am Donnerstag in der Mittelbayerischen Zeitung. Eine Extra-Story. So entsteht die MZ Kickshow. Am 1. Juli das große Fußballspiel in Regensburg. Der SSV Jahn Regensburg gegen die MZ-Kickers. Was sind die MZ-Kickers? Eine Auswahl von ostbayerischen Fußballspielern, die dann am 1. Juli gegen den Jahn antreten. Mehr Infos dazu unter mz-kick.de. Uli Weber ist der Vorstandsvorsitzende des SSV Jahn Regensburg. Herr Weber, warum macht der Jahn damit? Ja, also ich meine, die Frage beantwortet sich ganz leicht. Der Jahn ist nicht nur Profifußball, der Jahn ist Breitensport, der Jahn ist Amateurfußball mit unseren Jugendmannschaften. Wir wollen letztlich auch Amateuren die Möglichkeit geben, mal gegen ein Klasse-Profi-Team zu spielen. Wir wollen die Zuschauer begeistern, dass ihr Herzblut an den Tag gelegt wird, dass man sieht, dass mit Willen alles geschafft werden kann. Und ich gehe davon aus, dass der Jahn auch den MZ-Cup gewinnt. Aber vielleicht wird es eine spannende Kiste und das wird dann die Zuschauer im Stadion auch sicherlich viel Freude bereiten und so soll es sein. Ja, Uli Weber, das wird eine Riesensache am 1. Juli im Regensburger Jahnstadion. Die MZ-Kickers gegen den SSV Jahn Regensburg. Übrigens, alle, die da ins Jahnstadion kommen, können etwas gewinnen und zwar einen Mazda 2 zur Verfügung gestellt von Mazda Schindelbeck. Wir blicken aufs letzte Wochenende zurück. Unser Spiel der Woche. Kreisklasse Nord. Neumarkt, Jura, Höhenberg gegen Sengenthal. Der Tabellenvierte gegen den Tabellensiebten aus Sengenthal. Die vierte Spielminute. Christoph Blank, der Spielertrainer, mit dem Schuss aufs Tor. Doch Stefan Behringer mit seiner ersten Glanzparade. Auf der anderen Seite Flanke Christoph Großhauser auf Konstantin Katsiakos. Der Kopfball aber nicht präzise genug. Die nächste Möglichkeit für den ASC. Freistoß Florian Mösel. Der trifft aber nur den Maschendrahtzaun. Die 21. Spielminute, Markus Distler erkämpft sich den Ball, sein Schuss aufs Tor wird zur Vorlage für Christian Fuchs und der schiebt ein zur 1:0 Führung der Hausherren. Direkt im Anschluss muss Konstantin Katsiakos verletzungsbedingt das Feld räumen, für ihn kommt Dennis Distler ins Spiel. Nur 2 Minuten später, Matthias Gebhardt zieht aufs Tor, der Schuss aus der zweiten Reihe, aber kein Problem für Keeper Behringer. Die Partie ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Die 32. Spielminute. Man sieht es am Gesichtsausdruck des Sengenthaler Trainers. Christoph Großhauser, unbedrängt vom Tor der Gastgeber, macht er den Ausgleichstreffer. 1:1. Der ASC setzt den SV weiter unter Druck, doch Schlussmann Michael Pfirsich in dieser Situation souverän. Das war's auch in Halbzeit 1. Die erste Szene in den zweiten 45 Minuten ist diese gelbe Karte für Ümit Illig wegen Nachtreten. Die Höhenberger erhöhen den Druck. Freistoß Christoph Blank und Christian Fuchs einen Hauch zu spät. Dann die 57. Spielminute. Unglücklicher Zusammenstoß von Thomas Bayer und Torwart Behringer. Beide bleiben liegen, konnten aber weiterspielen. 81 Minuten gespielt, Ecke Höhenberg und Markus Distler mit der 2:1-Führung für den SV. Etwas glücklich, aber Tor ist Tor. Die Sengenthaler bemüht, aber der SV hält dagegen. Thomas Bayer nimmt Anlauf, überläuft den Verteidiger und vernascht Schlussmann Stefan Behringer. 3:1, der Siegtreffer und auch der Schlusspunkt in dieser Partie. Beide Mannschaften gleich auf, aber Höhenberg mit mehr Drang zum Tor. Wir schauen uns nach diesem 3:1-Sieg mal die Tabelle an. SV Höhenberg auf Rang 3 und der ASC Sengenthal auf Rang 9. Das Spiel des kommenden Wochenendes. Jeff Fichtner, Sportredakteur bei der Mittelbayerischen Zeitung für das Vilstal und für den südlichen Landkreis Amberg-Sulzbach. Was ist denn dein Spiel der Woche? Hallo Armin, mein Spiel der Woche ist im Fußballkreis 2 Amberg-Weiden, Kreisliga Süd, am Sonntag, 22.04. um 15 Uhr das Spiel der DOK Gebenbach, Tabellenerster, gegen den SV Interbergsteig Amberg, Tabellenzweiter. Es geht also rein um Platz 1, nicht mehr um Platz 2, denn der gibt keine Perspektiven nach oben.
Inter hat das Hinspiel 2-4 zu Hause gegen Gegenbach verloren, wird also auch auf Revanche brennen. Dass Inter das kann, hat der SV Inter Bergsteig am letzten Sonntag gegen den TuS Kastel bewiesen. Den direkten Verfolger hat er mit 5-0 weggeputzt. Es wird also spannend und Gegenbach wird sich auf einen heißen Tanz einstellen müssen. Vielen Dank, Jeff Fichtner. Und natürlich sind wir mit unserem Filmteam bei dieser Partie mit dabei. Unser Studiogast am heutigen Tag ist Martin Reisser. Er ist der Trainer vom FC Tegernheim, einer sehr erfolgreichen Fußballmannschaft in der Bezirksoberliga Oberpfalz. Hallo Martin. Hallo Armin. Bevor wir zur bisher sehr guten Saison des FC Tegernheim kommen, blicken wir zurück. Letztes Jahr, da wart ihr noch in der Landesliga. Bittere Pille, man ist abgestiegen. Ja, das war natürlich sehr bitter für uns, weil wir haben letztes Jahr mit einer sehr jungen Mannschaft angetreten, sind sehr, sehr gut in die Saison reingekommen, haben dann schlussendlich eine sehr hohe Punktzahl erzielt mit 47 Punkten, die, wo, so viel ich informiert bin, immer gereicht hätte, maximal 42 hätte man gebraucht. Und schlussendlich hat dann die Zahl nicht gereicht und das war natürlich dann für den Verein und für alle, für uns sehr, sehr bitter. Dann auch noch ein Entscheidungsspiel gegen Amberg verloren, also das war wirklich keine Saison, an die man sich gerne erinnert. Gerne wird man sich aber an die laufende Spielzeit erinnern, man ist so einigermaßen in die Bezirksoberliga Oberpfalz reingekommen, dann gab es eine Niederlage am 3. August beim FC Amberg, aber dann die Erfolgsserie, 24 Spiele am Stück ohne Niederlage. Ja, wir haben natürlich am Anfang ein bisschen gebraucht, bis sich der Kader gefunden hat, bis sie die gewissen Automatismen und Mechanismen einspielen, sind dann ein bisschen holprig reingekommen mit 2 Unentschieden und einer deftigen Niederlage in Amberg. Das haben wir sich ja alle anders vorgestellt. Aber ich habe da schon gemerkt in dem Spiel, dass die Mannschaft einfach sich weiterentwickelt und wir haben dann eigentlich von Woche zu Woche oder Spiel zu Spiel immer mehr an uns gearbeitet, an Stabilität gewonnen. Und haben dann, wie du schon richtig gesagt hast, ich denke jetzt einmal eine beeindruckende Serie gespielt. Jetzt zuletzt mit 20 Siegen und 4 Niederlagen, 4 Unentschieden. Und jetzt am Wochenende hat es uns halt erwischt. Aber sind wir alle sehr, sehr zufrieden. In Raigering jetzt am Wochenende verloren. Was ist das Erfolgsgeheimnis in Tegernheim? Ich glaube, da stimmt es in der Mannschaft, aber auch, dass drumherum passt. Ja, ich denke, dass einfach alle Verantwortlichen, Trainer, Mannschaft und umgekehrt eine verschworene Einheit sind und dass die Mannschaft einen guten Teamspirit hat, ohne jetzt großen Neid und Missgunst, sondern dann sie gewissenhaft auf jedes Spiel vorbereiten und wollen auch jedes Spiel, ob Heim- oder Auswärtsspiel, gewinnen und schauen dann nur auf uns selber und auf keine anderen. Ein wichtiger Mann, natürlich Nico Beigang, der Stürmer des FC Tegernheim, 28 Tore hat er schon erzielt. Ja, beim Nico merkt man natürlich, dass er schon im Profibereich gespielt hat, hat er schon Drittliga-Erfahrung und auch Regionalliga gespielt. Ist sehr, sehr wichtiger Mann für uns und für die Liga natürlich. Ein Ausnahmespieler, aber nicht nur wegen seiner Tore, sondern er ist sehr mannschaftsdienlich und hat ein sehr professionelles Verhalten und da sind wir alle sehr, sehr zufrieden und er prägt natürlich unser Spiel Eminenz. Man nähert sich dem Saisonende, da laufen Verträge aus, auch der von Nico Beigang, bleibt er, geht er? Ja, es ist noch nicht hundertprozentig entschieden. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Gespräche mit ihm gehabt, die wo alle sehr positiv verlaufen sind. Und ich persönlich bin guter Dinge, dass wir das jetzt in den nächsten 2-3 Wochen zum Abschluss bringen. Mein Gefühl sagt mir, dass eine Tendenz dahin geht, dass er bleibt. Martin, wohin führt der Weg des FC Tegernheim? Für die Landesliga ist man ja schon qualifiziert, man ist knapp hinter Amberg in der Tabelle, aber würde man Amberg noch einholen, würde man Erster werden, könnte man sogar, wenn man einige Qualifikationsspiele gewinnt, eine Liga überspringen und wäre in der Verbandsliga Bayern. Ja, wir wollen natürlich jetzt schon die 8 Spiele, die wir noch haben, so erfolgreich gestalten wie möglich und auch die Chance nutzen, wenn es geht. Wir haben bisher jetzt 28 Spiele, 26 Mal nicht verloren und eine gute Saison bisher gespielt. Und wir wollen natürlich bis zum Schluss alles versuchen, um vielleicht noch den ersten Platz zu erreichen. Und wenn nicht, du hast das ja gerade schon angesprochen, wir sind schon sicher qualifiziert für die Landesliga. Wir haben ja auch gesagt, nach dem Abstieg, auch wenn 6 oder sogar 7 Vereine die Möglichkeit haben, dass sie aufsteigen können, weil es gilt ja, dass die Oberliga seit langem als stärkste Liga und wir haben da schon gesagt, wir wollen da mit einer überzeugend dominant aufsteigen und bisher ist uns das sehr, sehr gut gelungen.
Dankeschön, Martin Reisser. Viel Erfolg weiterhin. Ganz spannende Saison in der Fußballbezirksoberliga Oberpfalz. Amberg, DJK Filzing, FC Tegernheim, Spielvereinigung Weiden. Klangvolle Namen mit dabei. Und auf alle Fälle wird einer von diesen vier Teams am Ende auf Platz 1 stehen. Für unseren Sidekick haben wir dieses Mal den TV Oberndorf besucht. Viele starke Männer und eine reizende Frau. Fußball, eine Männerdomäne. Kampfgeist, Kondition und Körpereinsatz prägen diesen Sport. Und mittendrin die 22-jährige Arzthelferin, die Betreuerin des TV Oberndorf, Julia Wegerer. Ja, wie ich dazu gekommen bin. Also eigentlich habe ich vor gut 1,5 Jahren gar nichts mit Fußball zu tun gehabt. Und dann habe ich meinen Freund kennengelernt, bin dann eben jeden Sonntag am Fußballrand gestanden und habe ihm beim Fußball zugeschaut. Dann ist irgendwann der Trainer und der Vorstand vom TV Oberndorf auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dass ich Betreuerin mache und mich eben um die Sachen kümmere, dass alles da ist. Hallo, guten Tag. Meine Aufgaben sind, dass ich mich eben um den Arztkoffer kümmere, dass alles da ist, dass alles aufgefüllt ist, dass genügend Eis da ist, dass ich den Eiskoffer mitnehme und eben vorm Spiel alles herrichte. Und während dem Spiel, wenn was passiert, verarzte ich den Spieler. Ihr Freund war auch einst ihr erster Patient bei ihrem allerersten Einsatz wohlgemerkt. Seither hat er den grünen Rasen nicht mehr betreten. Sie hingegen steht dem Verein treu beiseite an jedem Spieltag. Sie ist eben ein fester Bestandteil der Mannschaft, auch abseits des Spielfelds. Ja, wenn Oberndorf gewinnt, ist es schon immer so, dass die ganzen Fußballer miteinander fortgehen in Stadt. Und dann sagen die Spieler eben immer, lassen wir die Freundinnen daheim, machen wir einfach nur Männerabend heute. Und dann habe ich auch gesagt, ja, macht's das ruhig, also geht's ihr fort. Und auch zu meinem Freund habe ich gesagt, ich bin die Letzte, die da irgendwas sagt. Aber dann haben sie alle gesagt, na Julia, du musst schon mitkommen, du bist unsere Betreuerin, weil du gehörst einfach zum Team dazu. Und das war schon super, also das hat mich schon gefreut. Wir wünschen dem TV Oberndorf, dass ihnen ihre Betreuerin noch lange erhalten bleibt. Viele Fußballvereine werden die Fußballer des TV Oberndorf beneiden. So eine hübsche Betreuerin haben wahrscheinlich die wenigsten. Der Sieger unseres letzten Gewinnspiels heißt Christian Stettner. Er kommt aus Nürnberg und ist Jugendtrainer beim ASV Neumarkt. Für ihn gibt es 4 Karten für das Spiel SSV Jahn Regensburg gegen den Chemnitzer FC. Unser neues Gewinnspiel, da gibt es 2 Karten fürs Jubiläumskonzert von Heindling am 2. November in der Donauarena. Mail an unten eingeblendete Adresse, Stichwort Heindling nicht vergessen und die eigene Adresse nicht vergessen. Jetzt gibt es von mzkick.de noch eine besondere Einladung. 12. Mai, Baseball-Bundesliga, die Buchbinder-Legionäre gegen Mainz. mzkick.de lädt alle ostbayerischen Fußballvereine und zwar deren Jugendmannschaften kostenlos ein. Zu diesem Spiel seid ihr unser Gast. Es gibt ein Mitmachprogramm der Mittelbayerischen Zeitung und der Buchbinder-Legionäre wird eine tolle Sache. Mehr Infos unter mz-kick.de und ich wünsche euch jetzt eine total spannende Fußballwoche mit vielen, vielen Toren.